Hi, ich habe zwar jetzt kaum noch Zeit, aber den Part möchte ich jetzt auf jeden Fall noch machen. Gut, weil danach kämen ja Museum, Bank und Neobüro und darauf habe ich ja keinen Bock. Aber auf die Western Villa schon und da passt es auch mit der Zeit gerade ganz gut. Hey, hallo Leute übrigens und willkommen zurück zu Let's Play der Clue 2 für den PC. Immer noch eins meiner Lieblingsspiele übrigens. Im letzten Mal haben wir die Konservenfabrik abgeschlossen, da ein paar Mietstäbchen und ein paar Lieferscheine bekommen. Und jetzt müssen wir uns an den etwas größeren Gig wagen. Den ersten etwas größeren, nämlich die West End Villa. Das Ziel dieser Mission ist allerdings nicht irgendwie Beute zu stehlen, die wir dann verkaufen können oder so. Nein. Denn in dieser West End Villa befindet sich eine Karte, wie ihr, glaube ich, in einer Zwischensequenz schon mal gehört habt. Diese Karte verschafft uns mehr oder weniger Zutritt zu dem Gebäude, in das wir ganz am Ende müssen. Also das letzte Level, ja. Dazu verschafft es uns Zutritt. Natürlich, also ich hätte mich jetzt erstmal gefragt, Aber wenn ich da denn dann hingehe und da habe ich ja die Codekern, dann kann ich doch gleich ins letzte Level. Nein. Nein, nein. Ihr werdet auch noch sehen, warum nicht. Denn, also gut, die nächsten drei Level, die haben wirklich eigentlich nur Sinn, um Geld zu scheffeln eigentlich. Aber die beiden danach haben auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr. Ach nee, drei, stimmt, da kommt ja noch ein Level. Die drei Level danach haben auf jeden Fall einen Sinn, warum ich nicht gleich ins letzte Level gehe, sondern erst dahin. Und dann halt das letzte Level. Ja, aber jetzt machen wir erstmal die Western Villa. Ich will noch nicht zu viel sagen hier. Die Villa des reichen Magnaten ist ein Luxusheim der Extraklasse und außerdem sehr gut bewacht. Irgendwo in diesem Haus befindet sich auch diese ominöse Checkcard. Die Zutrittskarte zu Ziel-Checkcard stehlen. Oh, man weiß noch gar nicht, dass das die Checkcard für das Finale ist. Susie hat gesagt, sie möchte hier mitkommen. Deswegen will sie hier auch tatsächlich nur 33% der Beute, was ich extrem sozial finde. So, du kriegst den Dietrich, du kriegst den Dietrich und du kriegst den Dietrich. Du hier, meine Liebe, kriegst das und das. Das sollte theoretisch reichen. Mehr brauche ich nicht. Danke, danke, los geht's. Let's get to it. Ich weiß nicht, wie weit die Wache schon ist. Musik. Du darfst starten. Musik an, bitte. Ich meinte damit nicht das Vogelgezwitscher. Ich meinte, verdammt nochmal Musik. Aha. Hat ja lang genug gedauert. Ach, die geht so lang. Ich dachte mal, die geht andersrum. Hallo, Süßer, na, was geht? Ich gehe hier nur so lang. Boah, ist nur ein Baum. Ich habe mich bei diesem Baum gerade erschreckt, wie sonst da was. So. Ich stelle mich mit ihm jetzt erstmal hier hin. Und Susie. Jetzt einmal zurückspulen hier. Du bist, glaube ich, auch ein bisschen schneller als Matt, oder? Genauso schnell. Ach, kein Plan, Mann. Ist mir auch egal. Aha. Oh, ich werde es mir nie abgewöhnen können, bei diesem Soundtrack mitzusummen. Weil ich ihn einfach so toll finde. Oh, guck mal, wir haben 0%, wir haben grüne Beuteleiste da unten. Heißt, wir können ja jetzt zurück ins Auto und haben gewonnen. Nein. Leider nicht. Wobei mich das dann sehr an den ersten Teil des Spiels erinnern würde. Ich sag mal nicht warum, Mama. Weil ich den auch noch LPen möchte und das möchte ich echt nicht vorausnehmen, weil das ist lustig. Nee, nicht den Handbohrer. Nicht den Hand. Ich habe gesagt, nein, nimm das Brecheisen und mach das da auf. Du hast gar nicht lang. Wieso habe ich dir das Brecheisen gegeben? Das hätte ich Matt geben sollen. Mein Handy hat vibriert.
solange wie die da noch braucht. Und ich spule jetzt mal nicht, lese ich mal kurz. Ah, WhatsApp, okay, wer schreibt? Clemens schreibt, yo, Wochenende. Ich schreibe zurück. Yo. Fuck, jetzt habe ich Yo geschrieben, aber... Egal. Wäre das auch geklärt? Und das Fenster ist jetzt auch offen. Ich hoffe, es war richtig. Ja, es war richtig. Dann du. Oh, bitte auch dadurch. Oh, mein Handy hat schon wieder vibriert. Nee, lass mich in Ruhe. Ich antworte dir jetzt nicht. Hier so eine Dinger könnte ich mitnehmen, aber ich würde mal sagen, das mache ich auf dem Rückweg, wa? Ja. Machen wir erstmal kurz den Dietrich hier kaputt. Ich glaube, die Türen sollten offen sein, ja. Ja. Hier gibt es eine Menge zu holen. Wir können gar nicht alles mitnehmen. Man hat ja gerade gesehen, es gibt hier 11.000 zu holen. So viel können wir einfach nicht mitnehmen. Das ist nicht möglich. Da müssen wir zumindest auf jeden... Oder, ja doch, da müssten wir mindestens Frank Stein noch mitnehmen. Frank Stein ist der, der 80 Kilo oder so tragen kann. Oder 85 sogar. Der könnte dann das Ding hier sogar mitnehmen. Ja, 80 Kilo wiegt das nämlich. Aber ganz ehrlich, für 900 Dollar nehme ich keine Blume mit... Wie wiegst du? 3 Kilogramm, gut. Also die Uhr gehört mir. Mit der Restbeute überlege ich mir noch, aber ich nehme auf jeden Fall noch was mit. Ich spiele jetzt nochmal kurz zurück hier, bis Matt wieder da ist. Da ist er ja schon. Gut, gehen wir da hoch. Hier kann ich dann ein paar von diesen Kerzenständern oder Kerzenleuchtern, wie man das nennt, wie die heißen, mitnehmen. Die Säbel, da kann ich leider nicht mitnehmen, hätte ich gern gemacht. Aber nö, das wird mir nicht gegönnt. Dann kann Susi vielleicht am Ende auch noch so ein Bild hier mitnehmen. Mal gucken, ne? So, jetzt müssen wir aber erstmal hier gucken. Oder ist das schon das Stockwerk? Ne, ist es nicht. Doch, ist es. Sind die Kameras hier oder waren die Kameras auf dem Dachboden? Ja, das ist eigentlich das Stockwerk, wo man gar nicht hin muss. Ich war hier noch. Doch, natürlich, ich war ja schon mal. Aber ich glaube, hier war nie was. Ich glaube, hier hatte ich immer mal geguckt, aber ich glaube, hier war tatsächlich nichts. Ne, ist überall nichts. Ah doch, 2 Gemälde, 3 Gemälde hängen hier. Aber wie gesagt, das kann man nicht alles mit dem... Ich könnte mir 3 Komplizen mitnehmen, die ultra viel tragen können, aber das ist es einfach nicht wert, weil ich dann... Oh, weil ich dann halt nichts von der Beute kriege, ne? Das ist ja das Schlimme. Wenn ich schon Beute mitnehme, will ich davon noch was kriegen. Und nicht... Do you understand this? Do you? Moment, ich will noch mal kurz ein bisschen zurückspulen hier. Ich lasse sie nämlich mal hier hinten stehen. Das ist mir gerade irgendwie ein bisschen lieber. Was bist du denn für ein Uhrensohn? Du hast die Uhr nicht mitgenommen. Du hast extra gesagt, nimm das Scheißteil mit, Mann. Danke. Mann. Auf niemanden kann man sich noch verlassen hier. Der Typ geht jetzt da rein. Dann will ich jetzt hier hoch. So, wie war das noch gleich? Gut, der Typ geht da rein, dann war das meine Chance, okay. Ich glaube, ich musste immer dicht hinter ihm hergehen, oder? War das nicht sogar so? Ich glaube, es war sogar tatsächlich so. Nee, der Typ kommt zurück. Gut, da muss ich jetzt ehrlich sagen, das hatte ich anders in Erinnerung. Ist die Tür auch schon offen? Warum denn nicht? Okay, ich mach's anders. Was war denn das jetzt? Matt, was tust du da? Gott, was in Gottes Namen sollte das gerade werden? Machen wir es mal so hier. Moment mal, wieso zum... Ja, definitiv. Definitiv. Also ich hatte ja schon den ein oder anderen Bug, aber das hatte ich nun wirklich noch nicht. Hey! Nee! Okay, ich mach's anders. Ich mach's wie folgt. Ich mach's so, dass es funktioniert. Oh. So, das sollte theoretisch funktionieren. Ach du Scheiße. Also das hatte ich nur wirklich noch nicht. Ah, das ist sogar bereits aufgeschlossen. Oh, danke.
Ach ja, genau, ich weiß, was ich machen wollte. Ich wollte diesen Tisch aufknacken. Dann wollte ich jetzt mit Susi hochgehen. Also sie hat einen Handbohrer für den Safe. Aber wir brauchen doch den Safe gar nicht, wir brauchen doch nur die Codecard und die Codecard ist in dem Schreibtisch. Ja, mag sein, dass wir die nur brauchen, aber was wir wollen, ist eine Menge Kohle. Ja, Matt, du kannst währenddessen das hier schon mal machen, während der Typ da noch beschäftigt ist. Ach da. Oh, die Checkcard. Mach das zu. Wir haben damit jetzt also die Checkcard. Hier leider nicht, aber bei Matt. Und das werden wir uns auch gleich mal anschauen. Das Teil in unserem Inventar. Aber erst gleich. Nee. Die KI ist manchmal echt ein bisschen windig. Wobei KI ist es ja nicht mal, das ist ja. Na doch, ach, was weiß ich nicht. Nein, nicht da lang, du hässliches Stück Scheiße. Danke. Ah, jetzt hat es endlich richtig funktioniert. So hier sollte es eigentlich gehen. Moment mal. Würde ich theoretisch. Tatsache, ich würde theoretisch so hier da rankommen. Die Bilder. Ja, vielleicht nehme ich mir nachher noch das Bild da oben mit. Wenigstens das. Oder das da links. Einfach so. Einfach so. Weil ich mich dann cool fühle. So, die Checkcard haben wir. Nicht wahr, Matt? Moment. Bevor wir zum Matt gehen, lasse ich dich erstmal hier schon aufbrechen. Du hast die Checkcard. Ja, du hast die Zutrittskarte. Werkzeug. Einmal verwendbar, 50 Gramm wiegt sie. Effizient auf nichts und nicht verkaufbar. Außerdem nicht beschädigend. Ah, okay, ich verstehe jetzt, was es mit dem Beschädigend auf sich hat und so. Gut. Susi. Magst du mir nicht mal dein Brecheisen geben? Nein, natürlich nicht. So, dann müssen wir jetzt halt nochmal warten. Ich hätte ihm. Wieso habe ich ihm nicht das Brecheisen gegeben? So. Gucken wir mal rein und gucken, was wir so mitnehmen können, ne? Also, die Kette will ich haben. Schaffst du den noch? Bitte? Nimm das einfach auf. Danke. Gottes Willen. Auch hier spule ich sicherheitshalber nochmal kurz zurück, weil es ein bisschen rumgebackt hat eben. So, öffnen. Reingucken. Goldbarren nehmen. Kette nehmen. Nimm die Kette. Das ist, ich mag das nicht, wenn das rumbackt. Ich traue mich dann immer nicht, weil ich hatte das schon mal. Ich hatte das schon mal, dass ich dann eben. Ne? Und dann hatte das Item einfach nicht aufgenommen. So, du nimmst es jetzt mal. Jetzt guckst du einfach normal rein. Und nimmst jetzt die Kette. Um Gottes Willen, danke. Kriegst du das Geld auch noch rein oder musst du das jetzt mitnehmen? Oh, kriegst du auch noch rein. Und du auch? Oh, cool. Kriegst den ganzen Safe in deinen Sack. Jetzt habe ich immer noch einen Job für dich. Es gibt da nämlich so, wie soll ich sagen, gewisse Fenster. Wie etwa dieses. Okay, wie lang brauchst du? Weil der Typ kommt ja hier gucken. Das ist lang. Da gehe ich jetzt schon ein ganz schönes Risiko ein. Wieso habe ich das Matt nicht gegeben? Und wieso habe ich hier keine Axt mitgegeben, sondern ein Brecheisen? Wieso bin ich so kacke im Kopf, ey? Ja, doch, ein Stück kannst du noch machen hier. Jetzt nicht mehr, oder? Ich sehe den Lichtpegel von dem Typen. Jetzt sehe ich den Lichtpegel von dem Typen. Geh zurück. Moment, das ist ja noch im Flur, oder? Tatsache, es ist noch im Flur. Okay, jetzt musst du zurückgehen, auf jeden Fall. Das. Ich mag nicht.
geh da rein. Oh, puh. Und weiter geht's. Ich will da gern reingehen. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht bewacht ist, aber es sieht ja tatsächlich nicht so aus, als wäre es bewacht. Ich mag die Geräusche von dem Brecheisen. So backt's bei, natürlich backt es bei ihm wieder rum wie Scheiße. Wie regle ich denn das dann mit dem? Der kommt da ja nicht. Geht ja gar nicht mit dem denn. Wieso backt denn das mit dem jetzt überhaupt hier rum? Mal ganz im Ernst. What is this shit, man? Im Prinzip ist das ja unnötig, weil der kommt ja gar nicht da oben rein. Wie schwer ist denn das und wie viel wiegt denn das? Wieso mache ich das überhaupt hier oben? Ich meine, so eine Bilder liegen unten zu häufig. Ich möchte das nicht haben. Nein. Ich will das einfach jetzt gar nicht mehr haben, okay? Ich hab das wieder geschafft. Danke. Jetzt muss ich nochmal, oder will ich nochmal kurz warten? Ah, nee, das... Doch, ich will trotzdem warten. Sicher ist sicher. Dass der Typ da raus ist und wieder rein ist. So, Susi, jetzt gehst du... Nein! Susi, du Hure! So, jetzt gehst du bitte hier raus. Und dann dort drüben... Nein! Dort lang. Matt. Du läufst einfach den gleichen Weg, den Susi läuft. Schaffst du das? Susi macht die Tür auf. Susi? Warum ist Matt so behindert? Nee! Nein! Mann! Matt, was ist denn mit dir los? Warum machst du das denn? Ich sehe das doch alles nicht! Oh. Matt, du machst mich vielleicht wahnsinnig gerade. Du gehst doch nicht innen lang! Du Stück Scheiße! Nein! Um Gottes Willen! Geh nein! Oh ja, ich hab's geschafft. Ich hab's irgendwie geschafft. Ich hab's auch irgendwie geschafft, dafür zu sorgen, dass es... Okay, jetzt backt es so wieder bei ihm rum, aber es ist mir scheißegal. Oh. I did it. I don't know how, but somehow. Oh. Wow. Wie ich es einfach nicht geschafft habe, Matt ordentlich hier rüber zu transportieren, weil das Spiel rumbackt. Ich meine, wow. Oh. Sowas kannst du ja noch tragen. Kannst du das hier noch mitnehmen? Ansonsten nehme ich mir Kerzenständer mit. Klar, 15 Kilo, kein Problem. Hier ist ein Sauna mit. Wie viel wiegt ein Kerzenständer jetzt? Das muss ich jetzt nochmal kurz rausfinden, bitte. Ich glaube, dann nehme ich lieber den Kerzenständer als dieses Bild. Wie viel? Ah, jetzt habe ich nicht geguckt. Na, hier unten habe ich jetzt eigentlich so viel Zeit wie möglich. Hier kann ich mir Zeit lassen. 3 Kilogramm? Gut, ich nehme mir trotzdem das kleine Bild nicht mit, weil das kleine Bild brauche ich nicht. Nehmen wir das große. Oder wie viel wiegt denn das hier? 20 vielleicht, bitte? 12 nur? Nehme ich das mit. Hm. Oder vielleicht doch nicht? Wie viel wiegt das denn hier? 14. Wieso wiegt das mehr als... Egal.
Ich nehme jetzt trotzdem das Bild hier mit. Ah, jetzt passt kein kleines mehr rein. Okay. Und den Rest fülle ich halt mit den Kerzenständern. So, du kommst mit. Du kommst mit und einen kriege ich dann noch rein. Einfach mal durch die Wand nehmen. Und du kommst mit. Dankeschön. Das hat gut funktioniert. Besonders der Teil auf dem Dach hat gut funktioniert. Ja, meine Lieben, das war Ironie. Falls es irgendjemand nicht gecheckt haben soll. Aber ich hoffe, ihr habt das getan. Jetzt will ich einfach nur nach außen rumlaufen. Matt, du bitte auch. Mach Spulen. Susi. Susi? Ihr bleibt hier einfach stehen? Ich kann sie ja nicht fassen. Ruck. Ruck. So, Matt, du als Erster, bitte ab ins Auto. Susi, du als Zweite, bitte ab ins Auto. Ja, okay, Matt, dann halt doch nicht. Matt, gehst du halt doch erst als Zweiter ins Auto. Danke. Wenn ich das verkackt habe, setze ich jetzt erstmal eine Aufnahmepause, weil ich jetzt gerade keine Zeit dafür habe. Vor allem, wenn ich wieder am Anfang entdeckt werde, wenn ich am Ende entdeckt werde, ist mir das scheißegal, aber am Anfang nicht. Ich sogar hier in der Vorschau rumspinnt. Vorschau? Was laber ich? Nicht Vorschau. Ich meine, Rückblenden. Also, Plan. So. Danke. Jetzt schon 62%. Heilige Scheiße. Das ist viel zu viel. Naja, dann werde ich bald mal, ne, Dingsen. Zurücksetzen. Danke. Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, weil ich ein paar Minuten zu spät dran war. Und das war in diesem Fall wirklich unverzeihlich. Als ich aber endlich am vereinbarten Treffpunkt eintraf, sollte ich eine böse Überraschung erleben. Daisy wurde von der Einsatztruppe des Ministries abgeführt. Ein seltenes Privileg. Mir wurde schlagartig bewusst, dass ich da in etwas hineingeraten war, das mir leicht über den Kopf wachsen könnte. Aber Matt Tucker lässt sich seine Dates nicht so leicht versauen. Ich beschloss, ihnen zu folgen. Ich folgte ihnen durch die Stadt, bis zur Kaserne. Dort war dann Endstation. Wie passte das alles zusammen? Und welche Rolle hatte die Checkkarte in diesem Spiel? Zweifellos war sie mein Ass im Ärmel. So, wir haben es geschafft. Die West End Villa ist fertig und wir sind jetzt bei den drei ziemlich schlimmsten Leveln überhaupt im Spiel. Nämlich dem Neo-Büro, dem Museum und der Bank. Ja. Nach den drei Leveln kommt hier ein einzelnes Level, hier ein einzelnes Level, hier ein einzelnes Level und hier dann das allerletzte, finale Endlevel. Also viel kommt nicht mehr. Heißt im Prinzip noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Parts. Und dann vielleicht noch ein Bonus-Part, wer weiß. So, das soll es aber erstmal gewesen sein mit dem Part. Wir haben jetzt auch hier schön die Karte und das ganze Zeug halt. Ja, ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein. Wie ich gerade, glaube ich, schon mal gesagt habe. Tschüss und bis zum nächsten Mal.